Willkommen zur Vorlesung Diversität der Pflanzen, heute die Fabaceen. Dies ist die dritte Familie von unseren achten, die wir besprechen wollen, oder die ich bespreche und die Sie anhören müssen. Und wir müssen dazu erwähnen, dass die Fabaceen mit einem anderen Namen auch Leguminose heißen, also Hülsenfrüchtler oder Schmetterlingsblütler. Das sind synonyme Begriffe, die beide oder alle vier auch genutzt werden dürfen. Und es gibt mittlerweile in der molekularen Einteilung drei Unterfamilien. Das waren früher drei eigenständige Familien. Für uns interessant bleiben aber immer nur die Schmetterlingsblütler, weil die anderen beiden Unterfamilien bei uns in Mitteleuropa eben nicht vorkommen. Als Charakterart habe ich die Trifolium repens in Kriechklee oder Weißklee ausgewählt. Ich werde Ihnen zum Schluss nochmal erklären, warum ich den besonders für besonders wichtig halte. Fangen wir an mit der Charakterisierung. Die Schmetterlingsblüte, das heißt, wir haben eine monosymmetrische Blüte und wir haben eine Blütenhülle aus 5 Kelch, 5 Kronblätter und die sind in Fahne, Flügel und Schiffchen aufgeteilt. Das erkläre ich Ihnen jetzt an einigen Beispielen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Hier die Platterbse. Sie haben einen solchen großen, überhängenden Organ. Das ist die Fahne. Diese beiden Dinger, diese und diese, beziehungsweise oben noch ein bisschen da und da, das sind die beiden Flügel. Und dann haben Sie das Weiße, das ist das sogenannte Schiffchen. Sieht so ein bisschen auch gekielt aus. So weit, so gut. Lotus corniculatus, nochmal. Da ist die Fahne, da sind die Flügel. Da ist das Schiffchen. Wenn Sie hier nicht auf die Zahl 5 kommen, sehen wir gleich im Blütendiagramm genau, warum das so ist. Fahne, Flügel, Schiffchen. Sehen Sie überall. Fahne, Flügel, Schiffchen. Eigentlich eine unverwechselbare Blüte. Die einzige Familie, die in Frage kommt, sind die Polygalaceen, die auch so ein bisschen ähnlich aussehen. Aber die werden Sie in der Eifel kennenlernen, wenn Sie mögen. Ansonsten sind die relativ selten. Ja, die Fabaceen relativ häufig sind. Hier nochmal ein Klee, diesmal nicht den Weißklee, sondern einen anderen Klee, das ist wahrscheinlich der Rotklee. Da sehen Sie die Fahne, da sehen Sie die Flügel, da sehen Sie das Schiffchen. Ein bisschen kleiner, trotzdem eindeutig zu erkennen. Und dann als letztes Beispiel der Besenginster Cytisus scoparius, der eben besonders schön die Blüten zeigt. Wieder die Fahne, wieder die Flügel und hier unten das Schiffchen, was dann diesen inneren Blütenbereich verbirgt mit Staubblättern und den Fruchtknoten. Okay, also 5 Kelchblätter, 5 Kronblätter, Fahne, Flügel, Schiffchen. Ich hatte Ihnen erwähnt, dass im Schiffchen diese Ansammlung besteht. Sie haben mehrere Staubblätter in Anzahl 10 und hier sehen Sie den Griffel und da oben die Narbe und der Fruchtknoten steht dann hier oberständig, hier schon ein bisschen im Kelch drin. So, diese 10 Staubblätter sind, da sind die Antheren und hier sind die Filamente. Und die Filamente sind hier verwachsen, sodass die eine Röhre bilden, die den Griffel hier umgibt. Dieser Griffel, der Fruchtknoten, besteht aus einem einzigen Kapell. Sie wissen, das ist eine Hülse. Hülse ist eine apokarpe Frucht. Schauen wir uns mal das Blütendiagramm und die Blütenformel an. Hier bei der Gartenerbse, da ist die Fahne, da sind die Flügel, da ist das Schiffchen. Und wenn wir das im Blütendiagramm übertragen wollten, ist da doch die Fahne. Dann haben Sie da die Flügel, die da bzw. da sind. Ne, da sind die beiden Flügel und hier unten das Schiffchen. Und hier sehen Sie jetzt auch, dieses Schiffchen besteht aus zwei Blütenblättern, also insgesamt zwei für das Schiffchen, zwei für die Flügel und einen für die Fahne. Drumherum haben Sie 5 Kelchblätter, die Abstammungsachse, das Tragblatt. Hier sehen Sie die Staubblätter. Hier sind 9 verwachsen und 1 ist frei. Die umgeben röhrig das innere Gynoeceum, bestehen aus einem Fruchtblatt. Ne, hierbei beim Besenginster nochmal genauso schön zu sehen, Fahne, Flügel, Schiffchen und entsprechend die Röhre aus den Staubblättern. Bei den Blütenformeln gibt es kleinere Varianten je nach Art. Also der Kelch besteht aus 5 Blättern und ist immer verwachsen, genauso wie die Blüte immer zygomorph ist. Die Krone ist immer aus 5 Blättern bestehend. Mal sind die alle 5 frei, mal sind die beiden des Schiffchens verwachsen. Dann wird das hier 3 plus 2 in Klammern gesetzt.
Das gleiche gilt auch für das Androtium. Sie haben hier 9 plus 1, also 9 verwachsene, röhrig verwachsene, an den Filamenten verwachsene Staubblätter und 1 frei. Manchmal sind alle 10 verwachsen. Das ist ein Bestimmungsmerkmal, von daher die Unterscheidungen gibt es. Und die Fruchtnoten, wie immer, aus einem Karpel und oberständig. Aus den Fruchtnoten wird als Frucht die Hülse, hatte ich schon gesagt, Apokarpe Frucht, Öffnungsfrucht hatten wir in der Vorlesung zu den Früchten schon erläutert. Hier nochmal bei der Lupine eine sehr schöne Hülse. Die Hülsen können recht groß sein. Ich zeige Ihnen hier das Bild der Jackbohne. Da ist das schon einen halben Meter lang. Die Schwertbohne ist so ähnlich. Die kommen bei uns aber nicht vor. Also das ist eigentlich unsere Größe. Die Bohnen, das gehört dann noch dazu. Manchmal haben wir eine Gliederhülse, hatte ich Ihnen in der Fruchtfolie gezeigt. Manchmal haben wir sogar eine Schließfrucht. Also bei der Erdnuss, dann haben Sie eben hier nicht eine Hülse. Oder Sie haben eine Hülse, die aber dadurch, dass sie in der Erde ist, dann sekundär geschlossen bleibt. Das aber nur so am Rande, damit man weiß, dass die Erdnuss eben auch zu den Fabaceen gehört. Wenn wir hier bei den Früchten sind, sollten wir erwähnen, dass die Fabaceen so die wichtigsten Eiweißlieferanten sind, wenn sie kein Fleisch essen. Und da gibt es die Erbsen, die Zuckererbsen oder die Gartenbohnen oder die Feuerbohnen oder Käferbohnen oder die dicken Bohnen. Sie sehen verschiedene Gattungen, Vicia, Phaseolus, Pisum. Oder wenn wir weitergehen wollen, hätten wir die Kichererbsen, die Gattung Tizer oder die Gattung Lenz, die Linsen, Soja und eben die Erdnuss. Also die Mannigfaltigkeit ist sehr groß und die Geschmacksrichtung entsprechend auch. Und das ist ein sehr probates Mittel, um an Eiweiße zu kommen, wenn man eben auf Fleisch und solche Dinge verzichtet. Was man beachten muss, neben dem Eiweiß, sind einige dieser Pflanzen roh giftig, Bohnen zum Beispiel. Also da sehr aufpassen, wegen Phasiolin, ist ein Alkaloid, komme ich gleich nochmal drauf, und kann dann beim Kochen entsprechend wieder essbar gemacht werden. Dass man immer so schön sagt, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Die Blähungen kommen zustande, weil viele Hülsenfrüchte, vor allem die Bohnen, haben Raffinose, also ein besonderes Kohlenhydrat. Und das kann der Körper erst relativ spät im Darm zersetzen über bestimmte Bakterien. Und dadurch ist die Verdauung etwas unvollständig und dadurch entwickeln sich halt besondere Gase. Aber auch daran gewöhnt man sich irgendwann, weil man die Flora entsprechend umstellt im Darm. Gut. Ein weiteres schönes Merkmal sind die Laubblätter. Viele Fabaceen lassen sich gut erkennen über ihre Fiederung. Die sind immer alle wechselständig. Das sieht nun ein bisschen anders aus, wenn man hier diese Vielfalt sieht. Dennoch werden Sie irgendwann merken, Fabaceenblätter sind relativ typisch und man kann sie ganz gut erkennen, wenn man erstmal einen Blick dafür gekriegt hat. Hier zum Beispiel Lupinus polyphyllos. Da sehen Sie vielblättrige Lupine, das ist dieser Typ und der heißt eben ein gefingertes Blatt. Alle Fiedern kommen aus einem Punkt. Dann haben wir hier Trifolium Speck, ein dreizählig gefingertes Blatt, ne, das Kleeblatt, das übliche. Oder wir haben ein unpaarig gefiedertes Blatt, das sieht dann so aus wie bei der Robinie. Da haben Sie die ganzen Fiedernpaare mehr oder weniger nebeneinander gestellt und hier oben haben Sie eine Endfieder. Oder wir haben ein paarig gefiedertes Blatt. Das ist ein bisschen unscharf, das Bild hier von der Blatterbse. Aber Sie sehen hier wieder die Fiedernpaare. Das ist ein Blatt, das Ganze ist ein Blatt. Und hier, da wo die Endfieder sein soll, da ist eben keine. Da ist dann manchmal so kleine Spitzchen. Manchmal aber auch so ein Rankensystem. Das haben wir jetzt hier beim Latyrus. Ne? Ein paarig gefiedertes Blatt mit Ranken. Der Latyrus, den mache ich mal ein bisschen größer, der ist dann so schwer zu erkennen. Sie haben hier den Blattstiel, dieses Ding hier, da gehen Sie ein bisschen rauf, das sehen Sie hier oben besser, da sind die beiden Stiepel, sehr deutlich zu sehen. Dann geht hier der Blattstiel, na da geht der Blattstiel ab. So, der Spross selber, der ist geflügelt, auch das ist ein schönes Merkmal, was man schön sehen kann, wie bei dem Blattstiel hier. Dann sehen Sie ein Blatt oder ein Fiederpaar. So, und hier geht dann der Rest vom Blatt weiter, macht die Rachis und die Fiedern hier oben sind umgewandelt zu Ranken und die Endfieder entsprechend auch. Ein ganz häufiges Phänomen bei den Fabaceen, Ranken.
Und dann gibt es noch das ungeteilte Blatt, relativ selten, hier beim Genister, beim Ginster. Der ist nicht der Besenginster, das ist eine andere Gattung, und der hat eben ungeteilte Blätter. Auch das kommt vor. Dennoch, trotz aller Mannigfaltigkeit, kann man Fabazeenblätter in der Regel relativ gut erkennen. Bei den Lebensformen unterscheiden wir dann Kräuter und Stauden, in wärmeren Klimaten auch Gehölze. Hier bei uns gibt es die Robinie, die angepflanzt ist, da sieht man eben auch Bäume. Es gibt über 11.000 Arten bei über 400 Gattungen weltweit. Hier bei uns bescheidene 28 Gattungen. Man sieht, Fabazeen sind eine sehr vielgestaltige Pflanzengruppe. Inhaltsstoffe, Nährstoffe hatten wir erwähnt, die Eiweiße. Die Isoflavone, die wirken als Phytoöstrogene. Deshalb ist Soja beispielsweise etwas in Verruf geraten. Passt aber eigentlich nicht. Wer gerne Bier trinkt, da sind ähnlich viele Phytoöstrogene drin. Also das ist also etwas schwieriges Thema. Aber wichtig ist, die haben sowas. Und dann gibt es die Alkaloide, die hatten wir eben schon erwähnt. Und da muss man einfach deutlich sagen, es gibt bei den Fabazeen doch einiges an Giftpflanzen. Dazu gehört auch die Bohne, wir haben da Phaseolin, das macht, essen Sie es mal roh, Sie kriegen dicke Bauchschmerzen bis zum Erbrechen. Bohnen dürfen nicht roh gegessen werden, Bohnen müssen gekocht werden, dann zersetzt sich Phaseolin, Alkaloide sind in der Regel nicht sehr hitzebeständig und dann können Sie Bohnen wunderbar genießen und ist auch sehr gesundes Lebensmittel dann, aber eben nicht roh. Das gilt nicht für alle Fabazeen. Es gibt auch welche wie die Kichererbsen oder die Zuckererbsen, die können Sie so essen, aber eben nicht alle. Und dann gibt es so richtige Giftpflanzen, wie zum Beispiel hier unser Blauregen, Goldregen oder ähnliche Dinge mehr. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Als Besonderheit sei erwähnt die Wurzelknöllchen und die Bodenverbesserung, das Stichwort Gründüngung. Das bedeutet, es gibt verschiedene Faktoren, warum man Klee und andere Pflanzen als Gründüngung aufbringt, als Zwischenfrucht oder ähnliches mehr. Hier der Inkarnatklee. Bei den Fabazeen macht man das besonders, weil die eben solche Wurzelknöllchen bilden. Das ist eine Symbiose mit bestimmten Bakterien, Rhizobium heißen die Bakterien, und die haben hier besondere Wohnräume. Und mit diesen besonderen Wohnräumen sind die in der Lage, Luftstickstoff zu binden und daraus entsprechend NO3- zu machen. Dazu brauchen Sie eine anaerobe Umgebung und diese anaerobe Umgebung bietet die Pflanze an und entsprechend auch weitere Produkte, die Bakterien brauchen. Und die Pflanze hat den großen Vorteil, sie kriegt so Stickstoff in Form von NO3- ins Haus geliefert. Und das ist natürlich eine Bodenverbesserung. Sie können sich vorstellen, Sie haben hier sehr viel Luftstickstoff gebunden und dann fliegen das ganze Zeug unter und Sie haben eine natürliche Düngung. Abschließend möchte ich Ihnen noch zwei Dinge erwähnen. Das eine ist die Bestäubungsbiologie. Zurzeit blüht der Besenginster und das ist eine Pollenblume mit Schnellmechanismus. Viele Fabazeen haben besondere Mechanismen. Der Besenginster gehört eben dazu. Das kann man hier etwas besser sehen. Nochmal die Wiederholung. Hier ist die Fahne, da ist ein Flügel. Hier sehen Sie das Schiffchen. Hier sehen Sie inneren Blütenorgane. Und die sind zunächst im Schiffchen eingeklemmt. Und wenn die Hummel auf der Suche nach Nahrung auf dem Schiffchen landet, dann drückt sie ein bisschen von oben drauf und dann löst sich die Verklemmung und dieses ganze Gebilde schnellt nach oben und knallt entsprechend gegen die Unterseite des Insekts. Der Griffel grabt sich dann vorher eventuell mitgebrachten Pollen und dann wird neuer Pollen auf den Bauch des Insektes gelagert. Schauen Sie das mal an, das ist sehr schön. Können Sie auch wunderbar bei Hess nochmal nachlesen. Da gibt es viel, viel, viel zu entdecken. Zu guter Letzt möchte ich nochmal auf den Begriff Klee zu sprechen kommen. Man findet häufig Begriffe wie Steinklee, Sauerklee, Hornklee. Aber mit Klee meint man die Gattung Trifolium innerhalb der Familie der Fabaceae. Da gibt es viele Arten, auch in Deutschland, da kann man eine Reihe von bestimmen. Wir haben hier den Trifolium repens ausgewählt, den Weißklee oder Kriechklee, der kriechende Klee. Der schafft es, große Flächen zu besiedeln, weil er eben einen niederliegenden Spross hat, der so eben die Fläche ausfüllen kann. Der Kriechklee ist eine wichtige Bienenweide, also viele Bienen und Hummeln suchen den gezielt auf und sammeln da Nektar und Pollen ab.
Und für uns ist er natürlich das Symbol für Glück. Bei den vielen, vielen Millionen dreifiedrigen Blättern findet man manchmal auch ein vierfiedriges Blatt. Und das ist dann eben Glück, sowas gefunden zu haben. Die Fabaceae haben eine Reihe von sehr schönen Merkmalen, die Schmetterlingsblüte, die Hülse. Auch die Laubblätter sind in der Regel durch ihre Stiepen, durch die Fiederung und durch die Ranken deutlich zu erkennen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.